Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Tutorial-Video von mir. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer kleinen Übersicht über zwei bekannte Seiten, über die man sich quasi kostenlos Skins, Gutscheine oder andere Sachen erspielen kann. Eine große Seite, die man so kennt, ist jetzt mittlerweile schon Bananatic geworden, die jetzt schon von einigen größeren YouTubern vorgestellt wurde. Und eine Seite, die schon seit einigen Jahren am Markt ist, ist trimmergames.com, auf der ich persönlich auch ziemlich viel unterwegs bin. Bei Bananatic ist es halt so, man kann halt Bananen sammeln, was halt schon so ein bisschen einen kleinen Süßigkeitsfaktor mit reinbringt, sage ich mal, besser als irgendwie mit Echtgeld rumzuhantieren. Die generelle Übersicht hier ist halt sehr schön gemacht, ist halt auf Deutsch, das soll halt die deutsche Community auch ansprechen. Bisher gibt es ja, glaube ich, noch nicht so viele Seiten, die das halt haben. Klicken wir doch mal hier rein bei Spielaufgaben, löse halt Spiele und erhalte Bananen. Da sieht man jetzt hier mehrere Übersichten von Spielen mit den jeweiligen Bewertungen und wie viel Bananen und Experience Points die bringen. Klickt man sich jetzt auf die Seite Trimmer Games, ist die natürlich etwas unübersichtlicher. Erstmal ist es eine Seite, die ist auf Englisch, trimmergames.com. Wenn man sich jetzt noch nicht registriert oder eingeloggt hat, so wie ich, dann hat man hier oben quasi einen Register-Button, geht auf der Seite relativ stark unter, aber das ist halt rot hervorgehoben, genauso wie Get Coins, Buy Coins. Also die wichtigsten Schaltflächen sind halt hervorgehoben und man kann jetzt hier zum Beispiel über Get Coins, über das Dropdown-Menü zum Beispiel auswählen, was möchte ich jetzt hier für einen Anbieter haben. Generell reicht es aber auch, wenn man auf Get Coins klickt. So, und dann sieht man jetzt hier schon eine Übersicht, die natürlich etwas größer ist als die auf Bananatic und mehrere, ja, ich sage mal, Anbieter beinhaltet. Ja, je nach Anbieter kommt es dann halt auch vor, dass die Seiten halt auf Deutsch oder auf Englisch sind. Das würde ich aber vielleicht in einem extra Video nochmal beleuchten, wo es dann direkt nur um Trimmer Games geht, weil das würde ja dann hier den Rahmen sprengen. Was ich schon kurz zu den Angeboten gesagt hatte, man sieht ja jetzt halt größtenteils Spiele oder eigentlich nur Spiele auf der Seite, deswegen heißt es ja auch oben Bananen sammeln über Spiele. Generell ist es so aufgeteilt, dass man jetzt hier entweder über Spiele das Ganze die Bananen farmen kann oder man sagt sich, ja, ich möchte Apps runterladen. So, bla bla bla. Hier steht, dass man 3 Tage dass die App auf dem Handy haben muss und sie auch regelmäßig nutzen soll, damit man, also muss, damit man das halt überhaupt bekommt. Man sieht, hier ist noch nicht so viel Auswahl. Wie gesagt, die Seite ist recht neu. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ändern. Ich weiß nicht, wie Tremor Games am Anfang war, da waren wahrscheinlich auch noch nicht so viele Angebote eingestellt. Gucken wir uns mal die Sponsorenwerbungen an, also die Aufgaben von den Sponsoren. Wenn man jetzt hier raufklickt, hat man sogenannte Offerboxen. Jetzt wird das nämlich lustig, denn wenn man hier draufklickt zum Angebot, landet man auf sogenannten Offerseiten. Aber was die Hauptsache hier ist, das ist jetzt zum Beispiel Offertoro. Woher kenne ich diese Seite? Na Mensch, die kenne ich doch genau von Trimmer Games. Auch hier auf Atoro ein Anbieter. Bup, bup, bup. Hier kriegt man halt auch die jeweiligen Coins. In dem Fall hier Trimmer Coins anstatt Bananen. Linkt also quasi nur auf die Seite weiter oder generell auf die allgemeine Seite von auf Atoro und rechnet halt die Währung halt in Bananen um. Das ist halt schon mal das Erste, wo man sich so denkt, aha, okay, eigentlich sind die alle aus dem gleichen Holz geschnitzt, die kommen halt alle irgendwie aus demselben Boot, sage ich mal. Ja, das zum einen. Zum anderen, was ich gemerkt habe, Spielaufgaben. Wie gesagt, die meisten YouTuber haben nur die Seite vorgestellt, wie das Ganze funktioniert, was ja auch recht schön ist, aber was ich jetzt hier an der Seite zum Beispiel auszusetzen hätte. Das heißt, hätte, es wird immer wieder betont, dass diese Seite ja nur dafür da ist, um halt quasi die Bananen zu farmen und das aber halt nicht in einem kurzen Zeitraum. Das heißt, man braucht halt schon eine gewisse Anzahl an Zeitstunden, um hier ordentlich was aufzusammeln. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich hatte hier mal spaßeshalber ein Game angefangen.
Genau, Big Farm. Big Farm, generell unterscheidet sich das Ganze in mehrere Questaufteilungen. Das heißt, ihr beginnt, indem ihr das Spiel startet und meistens müsst ihr euch registrieren und ein bestimmtes Level erreichen. Dafür kriegt ihr erstmal 40 XP. Was man hier schon sieht, es sind mehrere Questaufgaben, die dann nicht mehr ersichtlich sind. Das heißt, möchte ich jetzt einfach mal grob einen Überblick haben, was muss ich denn jetzt insgesamt machen, um dieses Spiel abzuschließen, ist das nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, es vorher zu sehen, weil man muss ja die vorherige Aufgabe lösen. So. Gut, ich habe das mir einfach mal angetan, habe losgelegt und man sieht jetzt hier schon, ich habe mich registriert und Level 5 erreicht. Okay, nächste Aufgabe wäre, Level 10 zu erreichen. Alle Leute, die das noch nicht so großartig gemacht haben. Generell sind die Spiele ja dafür da, auf diesen Seiten, um Leute anzulocken. Das heißt, wie schon in anderen Tutorial-Videos erklärt wurde, bezahlen die Leute, die Spiele entwickelt haben, an diese Webseite halt Geld und die Webseite bezahlt dann halt jeweils die Leute aus, die halt dann dementsprechend sich da anmelden, registrieren, also kriegen halt einen kleineren Betrag. Das sind dann halt hier diese Bananen. Umgerechnet sind das jetzt hier, glaube ich, 4 Cent. Ist das richtig? 1000 Bananen sind 1 Euro. Genau, also sind 100 Bananen, 10 Cent zum Beispiel. Und ja, das Ding ist, um Level 10 zu erreichen, müsst ihr eine Weile spielen. Level 5 erreicht man immer locker, wenn man die Tutorials durchspielt. Und das ist das zum Beispiel, was mich an dieser Seite jetzt generell stört. Das heißt, ihr habt nie vorher einen Überblick. Was muss ich jetzt insgesamt alles erfüllen? Habe ich da überhaupt Bock drauf? Ihr müsst halt anfangen und dann seht ihr irgendwann oder gleich im zweiten Schritt, ach ja, toll. Ihr müsst Level 10 erreichen, das dauert schon eine Weile. Ihr habt dann auch noch eine bestimmte Zeit dann nur, um die jeweiligen Aufgaben abzuschließen. Ein bisschen Zeitdruck ist vonnöten und man sieht hier schon Screenshot hochladen. Das heißt, ihr müsst dann wahrscheinlich nach jedem Schritt, wenn es nicht automatisch getrackt wird, dass ihr das Ziel erreicht habt, Screenshots einreichen, um das Ganze dann halt zu verifizieren. Das kenne ich wiederum auch von Trimmer Games. Hier ist es allerdings so, ich gucke mal, ob ich jetzt gleich ein gutes Beispiel finde. Genau, hier, Spieler MyVrisu gibt 960 Trimmer Coins. Hier unten steht, schließe deine gültige Registrierung ab und erreiche mindestens Level 5. So, nur User mit einer richtigen E-Mail-Adresse und validierten Daten erhalten den Bonus. Sie müssen ein neuer User sein. Es sind gültige Daten notwendig. Wichtig, bla bla bla, bei falschen Angaben wird das natürlich zurückgezogen. Aber ihr habt jetzt hier den Vorteil, um zu sehen, gut, Level 5 muss erreicht werden, dann kriegt ihr eure Belohnung. Alles klar. Und das hier ist es generell so gehandhabt, dass es überall dasteht. Was müsst ihr jetzt machen, um eure Coins zu erreichen? Und das gleich von vornherein. Hier steht zum Beispiel anmelden, zahle 5 Euro ein und erhalte deine Freiwetten. So, dann bekommst du deine 16.800 Trimmer Coins. Da kann man sich dann entscheiden, will man das überhaupt machen. Man muss ja echt Geld einzahlen. Man will ja eigentlich kein Geld investieren, deswegen lässt man das. Das ist ja auf der Seite von Trimmer Games einfach mal ein bisschen ersichtlicher. Betrachtet man sich jetzt also insgesamt mal den Zeitaufwand für das Ganze. Stellt euch vor, ihr müsstet hier bei jedem Questschritt jedes Mal einen Proof hochladen. Dann kommt es noch darauf an, wie schnell der Kundensupport ist. Ich kenne es von Trimmer Games, dass bei manchen Sachen auch mal der Support sich einfach sperrt. Das heißt, er erfüllt die jeweiligen Voraussetzungen, reicht einen Proof ein, kriegt es aber nicht gut geschrieben, weil sie sich manchmal querstellen. Das kann halt passieren, das kann dir überall passieren, aber generell ist es so, dass ihr jetzt bei Trimmer Games zum Beispiel einfach eure gesamte Sache hier abschließt und einen Proof hochladet. Fertig. Wie ist es denn mit den Auszahlmöglichkeiten? Auszahlmöglichkeiten, Bananen einlösen, gibt es hier bei Bananatic Spielwährung, Steam Wallet, Hardware ist noch nicht implementiert, kommt noch, CSGO Skins, Paysafe Card und ja, Digital Keys, Spiele und Prepaids. Hier sieht man halt, okay, CSGO, Diablo, dementsprechende Anzahl von Bananen. Was man halt nicht vergessen darf, also es wird halt regelmäßig aktualisiert, die Seite, aber es ist halt nicht unendlich an Bananen, was man farmen kann. Deswegen sollte man sich vorher überlegen, worauf will man denn jetzt hinaus, was möchte man haben. Wenn man das jetzt mit
Tremor Games vergleicht, kann man hier auch auszahlen lassen unter Tremor Rewards. Und da hat man halt hier zum Beispiel schon recht viel mehr als bei Bananatic. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Bananatic ist ja jetzt erstmal neu auf dem Markt. Mal gucken, wie sie sich so etablieren. Aber hier hat man halt alles. Man kann hier zum Beispiel Giftcards auch kaufen für Steam. Die gehen von 2 Euro bis, ich glaube, 25 Euro. 25 Euro, sage ich schon, 25 Dollar. Beim Bananatic, wenn man sich das anguckt, sind die halt etwas günstiger. 5 Euro kosten 2500 Bananen. Es ist natürlich die Sache, die Bezahlung bei Bananatic fällt etwas geringer aus. Was ich euch vorhin gezeigt hatte, myWreeZoo zum Beispiel gibt es hier auch. So, scrollen, scrollen, scrollen. Hier, myWreeZoo gibt 600 Bananen. Auf tremorgains.com gibt es die ganze Geschichte für 960 Tremor Coins. Also 260 Coins mehr. Deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen verständlich, dass die Preise etwas höher sind. Das ist ja dann in dem Fall gerupft wie gesprungen, sage ich mal. Und auch hier könnt ihr euch halt dementsprechend CSGO Skins auszahlen lassen oder halt auch Keys, Cases, also alles sowas. Hier kosten halt die Keys 1995 Tremor Coins. Wie gesagt, bei Bananatic sind sie bloß bei 1700 gewesen, möchte ich sagen. Ne? Gucken wir nochmal nach. Zack, zack, zack. 1750. Ja, aber halt bei Bananatic noch nicht so krass die Auswahlmöglichkeiten wie jetzt hier bei TremorGames.com zum Beispiel. Da könnt ihr nämlich nicht nur CSGO-Zeug auszahlen lassen, ihr könnt euch Dota 2-Items auszahlen lassen, ihr könnt euch natürlich PC-Games auszahlen lassen, Ingame-Items, sogar für LOL gibt es hier was, wo ihr euch halt dementsprechende Skins auszahlen lassen könnt. Alles, ich sag mal so, ein bisschen mehr von allem da. Also praktisch nicht nur für die CS-Spieler und sowas, sondern halt auch wirklich für LOL etc. pp. So, was bleibt jetzt noch zusammenfassend zum Abschluss noch zu sagen? Bei Bananatic habt ihr halt die Möglichkeiten, halt Großteil der Bananen halt über die Spiele hier zu sammeln. Ansonsten halt über Applikationen oder halt Werbung von anderen Sponsoren. Ihr könnt natürlich auch noch bei Partnern einkaufen, Bananen erhalten. Das ist natürlich wahrscheinlich auch nochmal interessant. Allerdings ist es momentan noch nicht weiter möglich, großartig einzukaufen, denn es gibt bisher nur einen Hoster, der sich hier mit eingetragen hat, und das ist halt ein Keystore, wo ihr halt dementsprechend Spiele erwerben könnt und dann dementsprechend pro Euro 4 Bananen erhaltet. Wenn ihr jetzt allerdings zum Beispiel auch bei TremorGames.com seid, gibt es auch noch die Möglichkeit, ihr könnt ja hier auf der Seite direkt auch Minispiele spielen, da kriegt ihr auch Belohnungen etc. pp. Sind natürlich nicht so gut, wie als wenn ihr jetzt irgendwelche Aufgaben erfüllt. Zu den Aufgaben nochmal bei Tremor Games, was ich schon gesagt hatte, um die Coins zu erwirtschaften. Hier sind natürlich sehr, sehr viele ja, Anbieter. Man muss dazu sagen, dass nicht jeder Anbieter unterschiedliche Angebote hat. Meistens decken sich die Angebote je Anbieter zu 80%. Die halt immer das, also 80 bis 90%, die haben alle die gleichen Angebote. Diese sind allerdings dann meistens je nach Anbieter anders, ja, kreditiert. Und das habt ihr jetzt halt bei diesen unterschiedlichen Anbietern, die ihr auch hier gelistet habt. Es gibt auch manche Anbieter, die mache ich gar nicht, weil die einfach mal kurios aussehen. Zum Beispiel Matomi sieht schon nicht sehr seriös aus, muss man sagen. Vor allem, wenn hier überall die gleichen Bilder sind und natürlich dann auch falsch übersetzt etc. Muss man sich dann halt auch überlegen, was man hier machen will. So, das kurze Fazit. Funktioniert das Ganze generell? Die Antwort ist ja. Alle Leute hier rumunken, die sagen, ja, das sind irgendwelche Scam-Seiten etc., hier wird man nur abgezogen. Man arbeitet ja hier in dem Fall dafür, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie kostenlos was bekommt. Man muss ja quasi Zeit investieren, die Spiele spielen
Umfragen machen und so weiter und so fort, um die jeweiligen Geschichten halt zu bekommen, also die Belohnungen. Wer mir das nicht glaubt, bei Trimmer Games habe ich mittlerweile 62 Dollar auszahlen lassen, und zwar in Case-Schlüsseln. Wenn man sich das jetzt im Nachhinein anguckt, denkt man sich, oh Gott, hätte ich mir einfach mal damals ein Messer gekauft, aber es ist ja, es läppert sich ja jedes Mal zusammen. Und ja, also auf jeden Fall funktioniert es. Das sollte man erstmal wissen. Was man auch wissen sollte, ist Folgendes. Wenn ihr zum Beispiel jetzt beide Portale nutzen solltet, solltet ihr darauf ausweichen, einen anderen Browser zu nehmen. Und zwar deswegen, weil A, ihr dürft keinen Adblocker benutzen. Ergo, solltet ihr einen Adblocker anhaben und ihr macht irgendwelche Aufgaben, werden zum Beispiel irgendwelche Cookies nicht abgelegt und der Cache nicht gefüllt vom Browser, und dementsprechend können die Anbieter nicht nachvollziehen, ob ihr diese Angebote gemacht habt. Dementsprechend bekommt ihr keine Belohnung, weil es halt bei den Anbietern auch nicht getrackt wurde. Deswegen immer Adblocker ausschalten. Weiterhin, wenn ihr beide Seiten simultan benutzen solltet, ist es wichtig, dass ihr jedes Mal, wenn ihr die jeweilige, wenn ihr euren Browser geschlossen habt, am besten den Cache und alles zu leeren. Ganz einfach aus dem Grund, solltet ihr zum Beispiel auf Bananatec, sage ich jetzt mal, hier MyVisu machen. So, schließt das Ganze ab, bekommt eure Belohnung, fertig, schön. Ihr geht auf Tremor Games, macht das Ganze nochmal. Und zwar hier, was ich gezeigt hatte, unter TryPay. Dann habt ihr das Problem, ihr habt quasi schon im Cache zu stehen, dass ihr dieses Spiel schon mal gemacht habt und abgeschlossen. Oder schon Level 5 oder 6 seid, ihr loggt euch quasi ein und seid dann schon mit eurem alten Account drin. Dann kriegt ihr natürlich auf der anderen Seite die dementsprechenden Coins nicht. Kriegt halt eine Belohnung, weil ihr in dem Fall die Aufgabe nicht erfüllt habt. Deswegen immer wichtig, Cache löschen und am besten noch die IP-Verbindung resetten, also quasi den Router neu starten, also eine neue Verbindung einfach aufbauen. In dem Fall kriegt ihr eine neue IP. Das gilt allerdings auch nur, wenn ihr halt normales DSL habt und nicht zum Beispiel Kabel-DSL, wo ihr über ein Clusternetz drin seid, wo ihr eine öffentliche IP habt. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel jetzt Kabel Deutschland habt als Internetanbieter beispielsweise, könnt ihr das zum Beispiel gar nicht so machen. So, welche Seite würde ich denn jetzt von den beiden generell empfehlen bzw. favorisieren? Ich sage mal so, dadurch, dass es bei Nanatic noch sehr neu auf dem Markt ist, habt ihr natürlich noch nicht so die große Auswahl. Ich würde aus diesem Grund eher erstmal zu Tremor Games wechseln, weil einfach hier die Möglichkeit besteht, viel mehr Aufgaben zu erfüllen. Also nicht nur wie bei Nanatic, wo man Spiele und Apps installieren kann, sondern hier auch. Man kann halt Spiele spielen, Browser-Games, Apps installieren, fürs Handy oder fürs iPad zum Beispiel. Oder auch einfach nur, wie zum Beispiel bei Peanut Labs, Umfragen machen, wo man halt auch belohnt wird. Da ist natürlich dann der Nachteil, man muss dementsprechend mehr Zeit investieren, mehr konzentriert sein, und man muss natürlich auch in die jeweilige Zielgruppe reinpassen. Aber generell habt ihr auf Tremor Games erstmal die Möglichkeit, mehr Aufgaben zu erledigen und dementsprechend mehr Geld zu erwirtschaften. Weiter geht es dann natürlich mit den Auszahlungsmöglichkeiten. Ihr habt natürlich bei Bananatic die Möglichkeit, Bananen einzulösen in Steam Wallet, CSGO Skins, Paysafe Card. Natürlich auch Spiele und Spielwährung. Bei Tremor Games habt ihr natürlich dann einen viel größeren Pool, woraus ihr auswählen könnt. Ihr könnt natürlich aus Spielen wählen, wie natürlich bei Bananatic auch. Ihr könnt aus Gutscheinkarten wählen, aber halt dann Gutscheine nicht nur für Steam, sondern auch für eBay, für Amazon, E-Books. Ihr könnt Team Fortress 2 Items, Dota 2 Items, LOL etc. pp. Alles auszahlen lassen. Einfach wahrscheinlich auch nur begründet aufgrund der Webseiten Größe und weil sie halt schon länger besteht. Wie das, man muss das Ganze beobachten, wie es in einem halben Jahr aussieht mit Bananatic zum Beispiel. Aber generell erstmal einfach von der Angebotsvielfalt und von der Auszahlungsmöglichkeit würde Tremor Games auf jeden Fall einen Punkt bekommen. Weiterhin stört mich einfach an Bananatic dieser immense Zeitaufwand, gepaart mit dem Nichtwissen, was man machen muss. Also
wie ihr es hier schon gesehen habt, wenn ihr jetzt hier Aura Kingdom machen wollt, registrieren und Level 2 erreichen, kriegt ihr 100 XP für euren Charakter, den ihr hier irgendwie da als Bananenheld habt, das euch einen Scheiß bringt. Was ihr machen müsst, um die ersten 100 Bananen zu kriegen, seht ihr einfach nicht. Löse die vorherige Quest, um die weitere zu entsperren, ist halt dann dementsprechend auch schon wieder so ein bisschen Dummfang, finde ich. In dem Fall auch wieder ein klarer Pluspunkt einfach an Trimmer Games, wo man halt dann schon jeweiligen Angeboten sieht, was muss ich jetzt hier erreichen, wie weit muss ich spielen, was muss ich überhaupt erfüllen, um die jeweiligen, ja, Coins zu erwirtschaften. Letztendlich müsst ihr das für euch selber entscheiden, was ihr machen wollt. Ich werde vielleicht auch nochmal gucken, ob ich vielleicht nebenbei ein bisschen was auf Bananatic versuche zu erledigen. Wenn ihr euch, wie gesagt, auf beiden Seiten registriert, beachtet bitte die Schritte, die ich vorher gesagt habe. Das heißt, jedes Mal dann, wenn ihr die Seite wechselt, Cache löschen, am besten Internetverbindung neu aufbauen und dann halt erst die Aufgaben machen, damit ihr halt dementsprechend nicht irgendwie doppelt getrackt werdet und dann halt die Aufgabe als nicht erfüllt, also eingereiht bekommt oder so. Das ist halt wichtig. Ich habe unten in der Videobeschreibung auch zwei Reflinks reingepackt von mir, einmal von meinem Bananatic-Profil als Reflink und einmal von meinem Trimmer Games-Account. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch darüber registrieren würdet. Dementsprechend bekomme ich dann auch ein paar Prozente, wenn ihr irgendwelche Aufgaben erledigt und kann dann dementsprechend wieder ein paar YouTube-Case-Openings machen, in CSGO zum Beispiel, damit ich dadurch kann ich halt wieder mir ein paar Schlüssel auszahlen lassen, wenn ihr halt dementsprechend fleißig seid natürlich. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, hat euch ein bisschen aufgeklärt, im Gegensatz halt zu den größeren YouTubern, die halt die Seite nur allgemein beleuchtet haben und ich halt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern konnte, weil ich halt dementsprechend schon einige Erfahrungen gesammelt habe. Ja, und wenn ihr zum Beispiel noch ein kleineres Tutorial zu Tremor Games an sich haben wollt, zum Beispiel zu den unterschiedlichen Anbietern, was ihr wo beachten müsst, wo ihr zum Beispiel gut Geld erwirtschaften könnt in relativ kurzer Zeit, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!